Hallo Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Nee, fast. Das habe ich gerade eben aufgenommen. Jetzt spielen wir Jurassic World Evolution. Wuhu! Wenn ich mich richtig erinnere, lief es am Ende der letzten Episode ganz gut. Natürlich! Er kommt von dir, du blöde Nudel! 6 Minuten lang nicht mehr als 3 Gäste durch Fleischfresser sterben. Gewagt, aber wir probieren's. Gästezahl über 1500. Das heißt, nicht mal ein 500stel darf sterben. Durch Fleischfresser. Könnten wir schaffen. T-Rex, mach keinen Blödsinn. Okay, sogar die Ziegen sind neugierig und wollen gucken, was er so schreit. Du hängst jetzt fest, oder was? Nee, bewegt sich. Alles klar. Soweit. So gut. Den Dinos geht's an sich gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Yep, alles bei 100%. Wir rechnen die nächsten 5 Minuten einfach mal nicht mit einem Ausbruch. Wir könnten sicherheitshalber gucken. Das wäre geschafft. Wir haben hier auch keinen Zaun zu reparieren oder irgendwas. Aber ein Sturm nähert sich. Das allein ist schon mal Grund, dass wir die Gäste in die Schutzräume packen. Denn, wenn jetzt wieder ein Tornado hier durchgeht, bin ich mir sicher, dass irgendwelche Dinos das ausnutzen. Und das kann uns natürlich den Auftrag noch ein bisschen versauen. Ich würde sagen, wenn der Sturm sich verzogen hat und wir die ganze Geschichte hier wieder unter Kontrolle haben, starten wir die Mission für die Unterhaltungsabteilung. Sicherheit haben wir fertig. Hier fehlt uns nur noch die Mission, die Hauptattraktion. Da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Und danach kümmern wir uns nur noch um die Wissenschaftsabteilung. Sollte einfach sein. Ich lasse jetzt einfach die Schutzräume 4 Minuten lang aufstehen, dann ist die Wissenschaftsmission auf jeden Fall geschafft. In der Zwischenzeit reparieren wir hier ein bisschen das Zeug auf der Insel. Easy peasy. Hier haben wir Platz, wir sollten vielleicht nochmal gucken. So, Nordamerika. Pentaceratops, 90%. Den hätte ich schon ganz gerne fertig irgendwann. Die einzige Quelle dafür. Also machen wir hier weiter. Im Süden haben wir den Giganto. Damit fangen wir jetzt noch nicht an. Wir haben noch jede Menge anderes Zeug zu erledigen. Das ist alles auf 100%. Spinosaurus, 77%. Und ein Suchomimus. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben 35 von 48 Sauriern. 40 sind unser Ziel. Das sollten wir noch hinkriegen. So, Sturmwarnung ist vorbei. Das sieht einigermaßen gut aus. Lass mal schauen. Wir können hier ein bisschen was reparieren und was auffüllen. Aber die Schutzräume können wir wieder schließen. Sturm ist vorbei und das sind nur leichte Reparaturen. Sollte gehen. Sehr gut. Dann haben wir die Sache unter Kontrolle. Der Sturm ist vorbei. Dann schlage ich vor, wir starten die Mission. Erreichen Sie eine Gesamtbesucherzahl von mindestens 1000. Das haben wir schon. Unsere Mission hier ist, den Park zu erneuern, aufregender zu gestalten. Das gewisse Extra. Oder in unserem Fall, das gewisse Extra. Komm, ist doch cool, oder? Batumtsch. Meiner Meinung nach schadet zu viel Vertraulichkeit. Also probieren wir was Neues. Wir brauchen mehr Warmblüter, die durch Drehkreuze gehen. Und was immer wir dafür tun müssen, tun wir. Alles zum Guten verändern, stimmt's? So, wir brauchen 300 Bewertungen, das heißt, wir
rüsten einen ein bisschen auf. Oder will Isaac ein Chaos? Also das könnte interessant werden. Jede Show braucht einen Star. Und unserer ist definitiv eine Diva. Dieser T-Rex, den ich vorhin erwähnte. Wie wäre es mit noch einem weiteren? So werden Stars geboren. Und sehen Sie zu, dass unsere Gäste einen Platz in der ersten Reihe bekommen. Ein T-Rex wird immer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich muss Sie wohl nicht warnen, wie gefährlich er sein kann. Es gab nie ein besseres Alpha-Raubtier. Ja. Und der T-Rex ist eine Diva. Sieht fast so aus, nicht wahr? So, ausgebrütet haben wir den gleich mit Bewertung 300. Wir haben ein T-Rex-Gehege. Ich würde vorschlagen, im Ernstfall verkaufen wir unseren alten T-Rex, holen den neuen in das Gehege. Wir wissen, dass das Gehege funktioniert. Wenn die Mission damit abgeschlossen ist, hatten wir richtig Glück. Noch ein bisschen mehr Spino. Sehr schön. Pentacera. Chasmo brauchen wir nicht mehr unbedingt. Pilzfossilien brauchen wir auch nicht. Das Gold heben wir auf. Da haben wir wieder ein bisschen Luft. Und das bedeutet, weiterer Spino. Und noch ein bisschen Pentacera. Soweit, so gut. Wie lange braucht unser Hammett-Zentrum? Ah, das dauert noch eine Weile. Sie können ganz offensichtlich für die Sicherheit unserer Gäste sorgen. Das hat unser Ansehen gesteigert. Ja, wir haben eine sehr gut laufende Sicherheitsabteilung, die uns nicht ständig sabotiert. Das funktioniert ganz gut. Man hat es echt nicht leicht, wenn man so einen Dino-Park leitet. Kein Wunder, dass das mit Hammett nicht gut ausging. So, lass gucken. Eigentlich ist es im Moment überraschend friedlich. Ich glaube, wir wollten hier noch ein paar Dinos reinpacken, um die Dino-Bewertung auf 5 Sterne anzuheben. Also gut, dann lass mal schauen. Von welchen Dinos haben wir bisher noch keine Daten? Das wären dann nicht die, die wir noch nicht hatten. Den hatten wir auf einer anderen Insel schon. Nee, hatten wir nicht. Wir hatten den Kamarasaurus. Apatho hatten wir noch nicht. ...135 als Standard. Ich würde vorschlagen, den brüten wir mal aus mit einer recht hohen Bewertung. Das gibt viele Punkte für die Dinosaurierbewertung. Und wenn das ein großes Rudeltier ist, dann verkaufen wir ihn einfach gleich wieder. Ist ja nicht so, als hätten wir hier ernste Geldprobleme oder so. Stärke des Herzens, das hebt die Lebenserwartung enorm an. Hirnalterung. Warum nicht? Wir können auf 40% runtergehen. Weniger will ich eigentlich nicht. Bei der Belastbarkeit eine gute Verdauung wäre vielleicht nicht schlecht. Oh, jetzt kommt ihr mir so. Das sind garantiert wieder die Dings da hier. Oh, sind es nicht. Aufgabe erhalten. Diplodocus ist eigentlich eher selten krank. Aber kommt vor, wie wir sehen. So, was haben wir? Noch ein bisschen Pentacera. Noch ein bisschen Pentacera. Da kommen wir jetzt langsam in die Region, wo wir fertig sein könnten. Spino holt allerdings auf. Bis die Ausgrabungen beendet sind, haben wir die Fossilien angeschaut. Dementsprechend geben wir gleich die nächste in Auftrag. 65% ist nicht so schlecht. Okay, wir waren hier. Jetzt geht es um die Lebenserwartung. Schauen wir mal. Effizientes Blut. Dann gehen wir halt auf 38% runter. Noch ein bisschen Immunreaktion wäre nicht schlecht. Dann wären wir auf 42%. Und damit lassen wir es dann auch gut sein. Das ist fast eine 200er Bewertung. Die letzten drei würden es dann vielleicht ein bisschen
bisschen arg machen. Verstanden. Wenn das Team sowieso schon hier ist, kannst auch gleich den Pachi heilen. Eine Farnvergiftung. Mensch, die Viecher sollen doch nicht alles fressen. Wir geben denen doch extra Futter. Und das sind garantiert keine vergifteten Farne dabei. Kriegen ganz frischen Salat. So teuer wie das Zeug ist, was wir hier bezahlen, garantiert. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir hier noch was umbauen, wegen große Kraftwerke und so weiter. Aber ich glaube, so ein Umbau wäre relativ aufwendig und irgendwie auch unnötig. Es läuft eigentlich ziemlich gut. Ein 1% überfüllt, das geht eigentlich auch. Wir könnten höchstens noch ein Hotel bauen, um vielleicht mehr Gäste anzulocken. Funktioniert das so rum? Ich glaube, ich habe da mal was gelesen. Wir bauen es einfach mal. Ist ja nicht so, als hätten wir hier auch noch Geldprobleme. So weit, so gut. T-Rex haben wir schon. Dann schlage ich vor, wir schicken Helikopter. Bestätige Aufgabe. Erst den betäuben, dann bitte den. Um die Fossilien kümmern wir uns gleich. Ich will sehen, was die nächste Aufgabe dann ist. Wir müssen unseren T-Rex an die vorderste Front bringen. Volle Aufmerksamkeit der Gäste. Im Rahmen des Sicherheitsprotokolls natürlich. Natürlich. Ja, klar, alle müssen sicher sein, aber übertreiben Sie nicht. Die Protokolle sind doch eher Richtlinien, oder? Das Wichtigste ist die Show für unsere Gäste. Wegen ihr kommen sie zu uns. T-Rex, hautnah, unser Star brüllt. Das Publikum brüllt mit. Denken Sie nur an die Möglichkeiten. Denken Sie nur an die Klagen, wenn irgendjemand gefressen wird von dem Vieh. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Das ist eine Pillepalle-Mission. Das machen wir ständig und immer wieder. So, das betäubt. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Sicherheitsprotokolle sagt nichts über betäubte Dinos. Produkt muss eingesammelt werden. Deshalb ist das gerade ein bisschen pausiert, aber es ist aber kein großes Problem. Wir wissen, dass T-Rex ziemliche Divas sind. Die haben Bestand 0 bis 1. Wollen Sie wissen, wer dahinter steckt? Schauen Sie mal in die anderen Abteilungen. Verstanden. Anfrage bestätigt. Kommt auf die Liste. Oh Junge, wer ist denn bitte so bescheuert? Gerade bei den Fleischfressern. Dino, bleib drin. Der ist eine Gefahr für die Gäste. Warum ist der ausgerechnet eine Gefahr für die Gäste? Gut, der neue T-Rex kommt. Tore sind neu gestartet. Jetzt sollte noch das hier oben kommen. Wir haben zwei Gebäudeprobleme. Ah, das Tor hier drüben. Den lenken wir kurz.
Ja, unsere Wissenschaftsabteilung. Erst hieß es, ja, sie können hier für die Sicherheit sorgen, bla bla. Und dann sowas wieder. Na gut. Sicherheitsprotokoll-Geschichte läuft noch. Der ist ein bisschen unruhig. Warum ist der unruhig? Er hat alles, was er braucht. Er ist gesund, er streift umher und er greift den Zaun an. Okay. Dino macht keinen Blödsinn. Im Ernst. Das fände ich sehr unlustig. Aber das könnte vom Transport kommen. Da will ich ihm erstmal keine Vorhaltung machen. Da haben wir noch ein bisschen. Gerade genug Zeit, um nach den Fossilien zu gucken, würde ich sagen. Wenn es so weitergeht, sind wir wirklich bald fertig mit dem Spino. Das sollte jetzt erledigt sein. Jawohl, ist es. Sehr schön, der nächste fertige Dino. Dann müssen wir wieder zwei Expeditionen losschicken für die Mission. Ich schlage vor, dann nehmen wir ihn hier und... Warum nicht? Wir hatten schon lange keinen Pflanzenfresser mehr, habe ich so das Gefühl. Ich weiß, der Pentacera ist ein Pflanzenfresser. Dürfte nicht so eng sehen. Wow, da boxt was. Okay, schlecht. T-Rex, frei. Bestätigt. Und wenn wir schon dabei sind, könnten wir das machen. Einverstanden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal wegen. Und das andere Team. Bin zur Futterstation unterwegs. Fehde Aufgabe hinzu. Verstanden. So, das sollte passen. Müssten wir nur noch gucken, wo der T-Rex gerade ist. Ah, der liegt hier draußen auf der Straße und ist ein bisschen betäubt. Produkt wird eingesammelt. Na schön. Das ist zu. Pentaceratops ist vollständig, um den können wir uns auch gleich kümmern. Und da das ein Missionsdino ist und die Mission noch läuft, ist der relativ unruhig. Man will es ja auch nicht zu leicht machen mit den Sicherheitsprotokollen. Apatosaurus, schauen wir mal, was der so macht. Immerhin, es gehen schon mal beide Tore auf. Er ist also ein großer Dino. Hätte er sein können, dass der zu einer Zwergenversion von dem Ding aus dem unteren Tor rennt. Und ganz lustig quietscht. Ja, sieht wunderschön aus. Diese geraden Linien, Licht und Schatten, der lange Hals. Ein Wahnsinns-Dino. Und leider braucht er viele Leute. Soziale Gruppe, wie groß? 3 bis 7. Ein Apatosaurus, glaube ich. Pflanzenfresser. Großer Körper, kleiner Schädel. Wie manche Leute hier. Yep, wie manche Leute hier. Ich wüsste nicht, wen du meinen könntest. So, jetzt kriegen wir den... Vielleicht demnächst... betäubt. So, lass gucken. Wenn wir 3 Stück davon hier reinmachen... kommen die Pachis damit klar.
3 bis 10. Wir haben 3 Pachis, 3 Apato, macht 6, 7, 8. Sollte passen. Dann brüten wir einfach nochmal 2 davon. Ich muss nämlich gestehen, die gefallen mir irgendwie. Oh, wir könnten vielleicht mal die Bunkeranlagen zumachen. Der T-Rex ist schließlich wieder dabei, einen Zaun kaputt zu machen. Kein Problem. Reagiere auf Reparaturanfrage. Man hat's ja echt nicht leicht. Er hat keinen Grund, unruhig zu sein. Das ist nur wieder sein Ego. Statt dass der einfach noch eine Minute die Füße stillhält. Ihr wollt hier nicht spazieren gehen. Ihr wollt panisch davonlaufen. Danke. Ihr lauft in die falsche Richtung. Lauft weg von dem T-Rex. Oder lauft gar nicht. Ihr habt mehr Glück als Verstand, ganz im Ernst. Was? Was? Ach, die Ziege nutzt die Gelegenheit auch, um zu flüchten. Clevere Ziege. Also. Soweit so gut. Finde ich nett, dass du direkt reinfährst, um das zu reparieren. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Hier haben wir sonst nichts mehr, was wir reparieren müssten. Dann läuft das. Okay, wir parken ihn jetzt extra weit hin. Bis er dann ausbricht, ist die Minute abgelaufen, die Mission ist geschafft. Davon gehe ich bisher jedenfalls aus. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Okay, soweit. Toter Dino. Nicht gut. Welcher wäre das? Ein Anki an Altersschwäche. So was Blödes. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Dann brauchen wir demnächst einen neuen Anki. Ich hab die irgendwie lieb gewonnen, die Dinger. So, was haben wir hier denn Schönes? Archeornithonimus. Dingster. Haben wir den wirklich einen Auftrag gegeben? Haben wir tatsächlich. Das war das Ding hier oben. Alles klar. Transport abgeschlossen. Produkt wird transportiert. So, Rexy. Jetzt bleib mal friedlich. Wäre das nicht schön, wenn alles gut wäre? Bei den Ziegen hat sich rumgesprochen, dass da ein Loch ist. Die wollten jetzt auch abhauen. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Nein. Ich meine, wir hätten unseren Anki. Nee, nicht mal das. Spielt keine Rolle. Mission abgeschlossen. Oder Auftrag abgeschlossen. Hauptmission ist auch gleich fertig. Ja, das ist genau, was wir brauchen. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Spino ist auch demnächst erledigt. Das ist eine ganze Menge Zeug. Wir schicken mal die nächste Expedition los. Ich würde ganz gern den Spino abschließen, wenn es geht. Sieht so aus, als hätten wir es. Kentrosaurus ist jetzt verfügbar. Ja, so arbeiten wir in der Unterhaltungsabteilung. Klar, die Wissenschaftler holen sie aus der Vergangenheit zurück. Aber wir zeigen sie der Welt.
Höllisch guter Job. Höllisch guter Job. Ja, klopft dir ruhig selbst auf die Schultern. T-Rex. Ich verstehe das schon. Aber wenn Ihre Show einmal schief geht, dann... Naja, Sie wissen, was dann passiert. Zweifeln Sie dran? Fragen Sie mal Ihren Freund Dr. Malcolm. Brauche ich nicht fragen, ich habe es gesehen. Alles gut, jetzt ist es ein normaler T-Rex, der hoffentlich die Zäune nicht mehr angreift. Und dem, davor ging es auch gut. So, kurzes Update. Wie sieht es denn aus mit dem Ruf? Unterhaltungsbranche abgeschlossen, Sicherheitsbranche abgeschlossen. Nun bleibt ja nur noch die Wissenschaft übrig und da sind wir dran. Wo wir gerade davon sprechen. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Oh, da sind wir weiter weg, als ich dachte. Ja, Grund dafür ist, wir achten hier nicht sonderlich auf Gewinn. Wir sind darauf ausgelegt, dass die Leute viel kaufen. Glaube ich. Na, so wahnsinnig viele sind da jetzt nicht unterwegs, muss ich gestehen. Alles klar, dann können wir hier vielleicht ein bisschen reduzieren, die Kapazität. Dann machen wir insgesamt auch ein bisschen mehr Gewinn. Das hilft uns dann unter Umständen, die Mission doch noch zu schaffen. Ja, doch, da haben wir ein bisschen zu viel Overkill. Mehrere Expeditionen abgeschlossen. Sehr gut. Nochmal 3 Sterne. Das sind wir jetzt auf jeden Fall in den hohen 90ern. Das sollte dann passen. Wunderbar. Einnahmen durch Attraktionen. Okay, das wird noch ein bisschen dauern, schätze ich. So, wie sieht's aus? Kriegen wir die heute noch fertig, ja? Ihm geht's gerade gar nicht so gut. Oh, liegt doch ein bisschen daran, dass wir hier zu wenig Wald haben. Ich stock jetzt einfach mal ein bisschen den Wald auf und dann werden wir sehen, ob das irgendjemandem nicht passt. Wald haben wir Minimum, das ist okay. Diplo ist glücklich. Pachi sind glücklich. Triceratops. Wie schwer kann es sein, ein Triceratops zu finden? Steht hier mittendrin, konnte ich nicht sehen. Auch glücklich. Sehr gut. Das heißt, den Wald haben wir reduziert für andere Divas, die inzwischen umgezogen sind. Läuft. Sobald wir die beiden rüberbringen, haben wir eine Dreierherde, dann sind die auch glücklich und zufrieden. Und unsere Dino-Bewertung sollte noch ein bisschen hochgehen. Wir haben keine Vielfaltstrafe, wir haben derzeit keine Fürsorgestrafe. Authentizität ist sogar höher als Modifikation. Wow. Gar nicht so schlecht. Bei Ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung nur eine Frage der Zeit. Ja, zu dieser... Die Sauvielfalt ist ansehnlich. Die Gäste kommen weiterhin. Das gefällt mir. So, lass mal gucken. Sabotagerisiko hoch. Immer noch. Ah, das gibt's ja gar nicht. Gut, da gehen gleich die Tore zu. Dann kommt der zweite. Bis der Hubschrauber hier ist, können wir das dann in Auftrag geben. Und dann haben wir eine neue kleine Herde. 3 Apatosaurus. Sollte hinkommen. Oh, und wenn wir schon dabei sind, züchten wir noch gleich einen neuen Anki.
Da könnten wir auch ein bisschen auf Modifikationen gehen, denke ich. Verteidigung. Zähigkeit der Haut, das passt zu ihm. Knochendichte wäre toll. Jawohl. Lebenserwartung, da können wir Stärke des Herzens machen. Oder besseres Blut, das gibt die Bewertung noch ein bisschen nach oben. Und beim Angriff. Nehmen wir nochmal die Knochendichte. Das ist ein richtiger Panzer. 29%, das ist nicht garantiert, dass wir den erfolgreich ausbrüten. Halt, halt. Du kehrst nicht zur Basis zurück. Anfrage bestätigt. Anfrage zur Produktabnahme. Machen wir das mal hier hin. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Dann haben wir das wenigstens schon mal gut geschafft. Fürsorgestrafe ist natürlich gerade hoch, weil wir Dinos betäuben. Aber mir ist noch kein Design eingefallen, wie man die Dinos dann zuverlässig im Park verteilen kann. Mit so einer Brutstation. Ich meine, man könnte natürlich eine Sache machen, die relativ teuer ist. Und jedem Gehege ein eigenes Hammond-Zentrum geben. Das würde technisch gesehen funktionieren. Ganz klar. Aber wie gesagt, es ist höllenteuer. Vorteil bei der Geschichte, man kann sich quasi den ganzen Park gleichzeitig wieder hochzüchten und hat diese Fürsorgestrafe nicht. Aber die Fürsorgestrafe verschwindet auch relativ schnell wieder und deshalb finde ich, ist das so schon einigermaßen effizient. Der fühlt sich gerade nicht so wohl, aber er läuft doch nicht amok. Er haut die Wände nicht kaputt, er greift keine anderen Dinos an. Produkt in der Luft. Ich will jetzt nicht sagen, er ist ein bisschen apathisch, aber er ist ja auf jeden Fall nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Wobei er sich gerade ganz gemächlich Richtung Zaun bewegt. Also vielleicht hat er jetzt was Blödes vor. Er ist einfach nur zu langsam, um das umzusetzen. Ich meine, sind wir ehrlich, er sieht jetzt nicht aus wie der geborene Sprinter. Das könnte nur klappen, wenn wir die Schwanzspitze als Punkt für die Startlinie nehmen und die Nasenspitze als Punkt für die Ziellinie. Jetzt ist er zu weit weg von den anderen Dinos, oder was? Hör mal, du Nase, hier sind reichlich Dinos deiner Gattung. Oh. Schnell, mach die Geborgenheit hoch, bevor er die Wand erreicht. Also 46, 47, dir geht's gut. Dreh um. Ach ja, selbst wenn er jetzt umdrehen will, er ist ja schon in Bewegung. Er ist ja nicht der Schnellste. Oh, es hat geklappt. Sehr gut. Ob er wohl begreift, dass er nicht mehr angreifen muss? Will? Soll? Überlegst du nochmal? Liebe Gäste, wir sind unerfreut, einen Ankylosaurus im Park willkommen heißen zu dürfen. Na gut, über den Zaun gucken darfst du. Da. 80% Geborgenheit. Man könnte argumentieren. Wir alle tun Dinge aus verschiedenen Gründen. Manchmal verstehen wir sie selbst nicht. Aber wenn sie auf Erfolge aus sind, haben sie auf Isla Pena bereits alles erreicht. Haha! Das sieht so aus, als hätten wir die 5-Sterne-Bewertung. Yes! So sollte das eigentlich laufen. Ja, man könnte argumentieren, die sind zwar ausgestorben, aber sie wissen es selbst noch nicht. Die sind einfach zu langsam. Hier war ihm eigentlich klar, dass es besser wird.
Hier. Das ist ein Stück. Bei ihm zumindest. Hat es angefangen besser zu werden, weil die Herde komplett war. Hier waren wir eigentlich schon in dem Bereich, wo er keinen Grund mehr hatte. Und als er dann endlich hier angekommen war und angegriffen hatte, war er auf über 80% Geborgenheit. Der erinnert mich so an Arbeitskollegen. Das ist unglaublich. So, bringen wir den Anki mal in sein neues Zuhause. Ja. Linksklick, nicht rechtsklick. So geht das. Erwirtschaften Sie insgesamt. Ja, das kriegen wir eigentlich hin. Sollte nicht so schwer sein. Machen wir. Warum nicht? Hier ist ein neuer Auftrag. Wir sind kurz davor, hier die 20.000 zu knacken. Wir könnten hier unten vielleicht noch ein paar Anpassungen machen. Wobei das hier gut aussieht. Sieht auch ganz gut aus. Da sind wir schon auf dem Minimum. Ja, das hier unten ist schon eher etwas optimiert. Na gut. Noch ein paar Gäste extra und die Sache ist geritzt. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen nochmal nach den Fossilien. Viel Platz haben wir nicht. Aber den Spino würde ich jetzt auf jeden Fall noch ganz gerne abschließen. Der Anki ist auf dem Weg, das läuft. Wir werden demnächst wieder Futterstationen auffüllen müssen. Unterwegs, um Futterstationen zu füllen. Verstanden. Aufgabe erhalten. Zweites Team. Nachschubanfrage erhalten. Einverstanden. Läuft. Habe ich hier drin eigentlich noch einen Dino? Jep, da haben wir ihn. Alles klar. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also die Insel war jetzt doch leichter, als ich dachte. Die haben vorher so einen riesen Aufriss gemacht, dass enger Bauplatz großes Problem und so. Ich denke, dadurch, dass es so eng ist, ist es auch etwas leichter. Und neigt nicht dazu, so ausladend zu bauen. Die Gäste haben hier eine Laufroute. Die laufen hier durch. Und hier können sie einkaufen und Dinge tun. Das ist an sich schon nicht schlecht. Theoretisch müsste man die Einschienenbahnstation auch eher hierhin bauen, dass die Gäste, die mit der Schienenbahn hierher fahren, auch im Einkaufszentrum sind. Aber dann ist die Transportbewertung wahrscheinlich schlechter, weil wir den Teil hier unten nicht mehr so gut erreichen. Ich schätze, die Einschienenbahnstation hat... Ist das alles? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich denke, das, was wir da gesehen haben, war der Sichtbereich. Einflussbereich ist ja dunkler. Das war mehr so die Farbe vom Sichtbereich dementsprechend. Ja, das würde ich mir noch wünschen, dass man da vielleicht umschalten kann zwischen Sichtbereich und Einflussbereich. Produkt zugestellt. Naja, wie auch immer. Der Anki ist unten angekommen. Dann über eine halbe Million pro Minute. Easy peasy. Na schön. Dann stehen hier nur noch die Aufträge und Missionen an für die Wissenschaftler. Ich schätze, damit sind wir beim Spinosaurus dann auch auf 100%. Das heißt, der Spino ist auch fertig. Und die Episode ist es dann wohl auch. War relativ erfolgreich. Wir haben die Wissenschaftler... Nicht die Wissenschaftsabteilung, wir haben die Unterhaltungsabteilung abgeschlossen. 5 Sterne gemacht auf der Insel, das ist auch nicht schlecht.
Ich habe mich gefragt, ob Sie an einem neuen Auftrag interessiert wären. Kriegen wir hin? Okay, das wäre dann also... Als wir einen Dinosaurier hatten, war das toll. Zwei, der Wahnsinn. Drei Dinos, unglaublich. Vier Dinos, unerreichbar. Und so weiter. Jetzt fragen wir uns, wie viele Dinosaurier wir eigentlich haben. So weit ist es gekommen. Behalten Sie Ihre Dinosaurierzahl im Auge, dann muss ich das nicht machen. Ja. Die scheinen sich schwer zu tun mit dem Zählen. Na schön. Gut, Spin-off vollständig. Aufträge in der nächsten Episode dann für die Wissenschaftsabteilung. Bin mal gespannt, was bei deren Mission dann rauskommt. Werden wir noch sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.